Servus und herzlich willkommen hier wieder zurück zum absolut geilen Spiel Go Rush the Game. Wir sind hier immer noch dabei, unsere Waschanlage zum Füllen. Wir sind schon relativ weit, ich glaube, wir haben 70% schon. Das sollten wir also in dieser Folge hier schön voll kriegen. So, in der nächsten Folge begeben wir uns dann an unseren ersten Clean Out. Ja, das ist eigentlich alles soweit. Jetzt ist alles soweit gesagt. Jetzt werden wir heute hier weiter baggern. So, aber wenn ich mich ab und zu mal mute, wie gerade eben, dann liegt es daran, dass ich ein bisschen krank bin. Und ich mag euch hier nicht Feuerrotzen, Husten und sonst was. Und dem her nicht wundern. Das muss so. So. Dir wieder Schaufel für Schaufel eine. Ja, ist schon geil. Ich kann es so jedes Mal wieder sagen, das Game ist schon geil. Ja. Ach nee, ey. Wie gern würde ich jetzt gerade auch in Alaska auf dem Bagger chillen. Und Gold schürfen gehört im Januar, geht das eher schlecht, aber wäre trotzdem geil, sagen wir es einmal so. Hoppa. So. Die Grube wird immer größer. Und mal schauen, ich denke, wir werden jetzt hier an Ewigkeiten immer das gleiche in den Folgen machen. Wir werden jetzt einmal halt unsere Waschanlage jetzt voll machen und dann mal schauen, wie viel hier überhaupt rausgeht. Mal schauen, ob dann schon neues Equipment drankommt oder wie es ausschaut. So. Jawohl. Geht doch gut hier, geht doch echt ganz gut. Wie geht's euch so? Schreibt's doch gerne mal in die Kommentare. Und was mich auch interessieren würde, weil ich zurzeit so irgendwie, ich weiß nicht wirklich, welches Spiel ich so spielen soll. Welche Spiele spielt ihr zurzeit gern? Gibt's irgendwas Neues, von dem ich noch nichts gehört habe? Oder habt ihr irgendein älteres Spiel gerade mal wieder für euch entdeckt? Lasst es mich doch gerne in die Kommentare wissen, würde mich echt interessieren. Was mich auch interessiert ist Anthem, aber ich kann es eh nicht aussprechen, deswegen lasse ich es am besten. Das EA-Spiel halt einfach, Destiny-Nachmache von EA, sagen wir es mal so. Das interessiert mich. Da gab es ja, glaube ich, auch nur eine Closed Beta, zu der ich keinen Zugang hatte, von dem her habe ich es auch noch nicht gespielt. Ich muss mir da echt auch mal Videos und so anschauen, ob ich mir das echt kaufe, also ich hätte schon Lust drauf. Und Anno ist auch noch so eine Sache, die halt in nächster Zeit rauskommt, wo ich auch Bock drauf habe. Sonst mal schauen. Aber Anfang des Jahres schaut er leider immer relativ schlecht aus mit schön geilen neuen Spielen. Ja, was gibt sonst nur Neues zum Spulen? Ich weiß gar nicht. Ich glaube ehrlich gesagt nichts mehr wirklich so, oder? Also irgendwas Neues, was noch rauskommt. Crackdown 3 ist 3 kommt glaube ich jetzt dann im Februar raus. Bin ich mir an mit Sicherheit, das werde ich mir wahrscheinlich nicht holen, auch wenn ich die Reihe ganz lustig finde, aber so ein großer Fan bin ich dann auch nicht da und vor allem habe ich das Geld auch nicht da. Gib ich hier die Hälfte daneben oder warum wird das Ding nicht voll? Ja, jetzt kurz sehr fix her. So, nächste Schaufel. Oh, jetzt soll mal schauen hier. Ja, gib ich hier die Hälfte daneben. Na ja, gut, jetzt gerade schon. Scheiße. Also die Folge vielleicht wird sie länger, vielleicht auch nicht. Wir wollen auf alle Fälle hier die Anlage voll kriegen. Wir werden sehen, wir sind ja jetzt schon wieder bei 4 Minuten ungefähr, 5 Minuten sowas. Das wird schon. Und die nächste Schaufel.
Oder wir probieren zumindest die Anlage voll zu kriegen. Sagen wir so. Am Ende schluckt die Hälfte noch und dann darf ich hier noch 6 Fuhren reinfahren. So, letzte Schaufel für die Fuhre. Dann geht's auch schon ab. So, jawohl. Und hier müssen wir dann an- und nachtanken. Deswegen stellen wir den gleich einmal so her. So, und hier geht's eine. Jawohl. Wie schaut's hier mit Tank aus? Ja, das passt neues. Und die Steuerung ist wieder hervorragend nicht. So. Jawohl. Lass mal hier das alles durchlaufen. Ich weiß schon, dass er jetzt noch einiges ja, mit einkommt, aber wie viel haben wir denn gerade hier? 75%, ja gut, dann geht das jetzt wahrscheinlich so auf 80 noch. Und ja, dann müssen wir noch zwei Fuhren einfahren, das sollten wir schaffen eigentlich, ja doch. Sollten wir schaffen. Aber ich muss aber jetzt zuerst noch einen Bagger auffüllen. Von dem her stellen wir den hier da so her. Und dann geht's an unseren Pickup eine. Dann betanken wir erst einmal wieder am Bagger. So. Nein, 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 nein! Geiz, Grutze, Fünferl, hey. Oh, nein! Okay. Wie konnte ich hier nochmal Fahrzeug wechseln? Oh, das geht auch nicht, da mit dem Hin- und Her-Switchen. Gehe halt hier aus der Gruben aussehen. Ja, meine Fresse. Hey, Alter. Ich hänge jetzt hier echt gerade fest, oder was? Hey, wie wechsle ich Fahrzeug? Hallo, hallo, warum geht das nicht da? Einstellungen, Steuerung. Da ist doch Steuerung. Was für, hä? Tastatursteuerung. Nächste Maschine. Ja, ich lege mal einfach mal hier auf Pfeiltaste nach oben so. Nein, anwenden, danke. Dankeschön. So, jetzt brauche ich nämlich hier Ketten. Oh mein. Ja, also, da ich absolut blöd bin, heißt das wahrscheinlich, dass wir die Anlage in dieser Folge nicht voll kriegen und das wahrscheinlich auf nächste Folge dann verschieben müssen mit dem Befüllen. So. Okay, müssen wir jetzt wohl unser Pickup erstmal aussitzen. Wir wahrscheinlich eben kompletten Chaos enden. Wo ist mein Seil hin? Hallo, da bist du. Ja, komm mal her. Und da unten eine. So. Dann probieren wir es doch jetzt einfach einmal hier. So, falsche Tasten. Komm jetzt aus hier. Ja, war klar.
So, auf ein neues. Mich doch nur danken. So, probieren wir es halt noch einmal. Ja, warte mal. Holen wir noch ein Seil und dann haben wir es gleich. Ich muss gar kurz schneizen, aber was ich gerade gesehen habe, und zwar müssen wir das nicht einmal mehr voll machen. Wir haben 94%. Wir hauen jetzt hier noch so einen halben Anhänger eine und dann passt es doch eigentlich schon, oder? Wir müssen sie ja nicht überfüllen, aber den bergen wir jetzt zuerst einmal hier. Und zwar wie folgt. So. Mal das einmal so hier. Jawohl. Das ist auch wieder so eine Aktion hier. Da hier und da hier. Das Seil ist kurz. Na, dann fahren wir halt noch ein Stück geil vor. So ist nicht da. Naja, habe ich immerhin ein tolles ja, Thumbnail gleich, wenn ich eins machen könnte. Und ja, guten Titel. Man muss immer das Positive sehen, gell? So. Alle bitte mal lächeln hier für Thumbnail. Sehr schön. Jetzt probieren wir das hier irgendwie. Ja, war klar. So, dann heute halt noch mal. Wenn wir das Seil überhaupt finden oder ist weg. Oh, wow. Könnte man sich noch mal bücken. Ach, scheiße. Ich bückt man sich noch einmal. Erstmal das Stück halt zurückfahren. So ist nicht da. So. Ja. Warum hänge ich denn hier jedes Mal fest? Hey. Dankeschön. Den Arm muss ich noch runterlassen, dass ich halt hier dann genügend Seil auch habe. Aber ich lasse ihn trotzdem das Seil noch als Sicherung dran. So. Es reicht von der Länge eh nicht, ja. Gut. Und so kriegt man Folgen A rum. Indem man's blöd ist. Oh, Geiz. Grutze. Fixe. Ja, was ist denn jetzt hier so weit? Ja, mei, ey, das ist doch echt schlecht, dieses Spiel. Sorry, aber was hat denn er jetzt hier? Ja, was ist daran jetzt so schwer? So. So, jetzt müsste man halt A zu zweit sein. Einer hebt hoch, der andere fährt das hier langsam zurück. Ah, nahe. Gut. Das mit der halben LKW-Fuhre, da können wir uns wahrscheinlich sparen. So. Koppeln wir den hier zuerst einmal ab. So. Nein, jetzt, was ist denn schief mit diesem Spiel hier? Kann der jetzt hier nicht stehen bleiben? Dankeschön. Dann füllen wir jetzt zuerst einmal, würde ich sagen, den Bagger auf, oder? Wenn der Bagger aufkühlt wird, hole ich mir noch Raketten. Das passt alles soweit. So. Gut.
Hier, da liegt eine Kette. Hatte der hinten keine Haken? Ich wollte einfach. Ach, ich habe ja hier sogar beide. Passt. Sehr schön. So. Mach mal dieser so. Während der hier aufgefüllt wird. So. Passt dieser. Jopa, gehst jetzt hier auf Zeiten, Dankeschön. So. Meine Reise muss denn alles immer so kompliziert sein. Der Kraftstofftank ist leer, ja mei. So. Ich komme hier eh nicht mehr hoch und hier wahrscheinlich auch nicht mehr raus. Ja, meine Fresse, danke. Die Seile sind wahrscheinlich zu lang. Und noch das größere Problem ist, dass ich da gar nicht hinkomme, oder? Na. Na. Da liegt das Seil jetzt umeinander hier. Oder, warte. Wie hockt man sich denn hin? Hat sich hier alles verändert? Nein, nein. Och. Hier war es. Hinhocken. C. Okay. Dankeschön. E, C und. Gib ihm, gib ihm. So, da la. Probieren wir es halt auf ein neues. Falls mir der hier abraucht, kriegt man hier irgendwo einen Haken drohen, natürlich nieder. So, und nice and steady. Jawohl, 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 jawohl. Und die Seile reißen, oder? Da komm, ja, komm, ja, jawohl. Oh, wow. Nein, jetzt ist das Seil. Ah, da haben wir es doch. Das ist echt, ja, mei, dann wird die Folgen heute ein bisschen länger. Aber den kriegen wir da jetzt schon aus hier. So. Auf ein neues. Oder auch nicht. Es tut mir ja leid, aber dass mir die Folgen jetzt hier so mehr oder weniger so verhunzt haben. Oder ich. Immer dieses Wir, das ist auch so eine Angewohnheit. Aber nein, wir haben das Ding hier versenkt. Ich hab's Ding versenkt. Dann muss ich es ja wieder aus hier holen. So. Und jetzt hat noch ich hier. Och Mann, hey, Alter. Jetzt komm mal halt her, so, geh mal hier eine. Ich kann, die Reifen bewegen sich nicht einmal. So. Ja. Genau. Jetzt, Dankeschön. Sehr freundlich von Erna. Bring mal das hier. Ja, machen wir es so hier und das so. Neue Idee. Was habe ich denn am Bagger? So. Nein! So, genau. Jetzt ist der Wagen hier überhaupt weggefallen. Aber das ist ja das kleinere Übel. So. Nein. Gut. Ja, ich hole noch hier die zwei Sachen da unten aus. Und dann hammert es aber auch für die Folgen hier. So, wie holt man die da jetzt am ungeschicktesten raus? So. Hoffen wir mal, dass die Schaufel für Objekte Kollision hat. So, ich lade die jetzt hier ein und ich sage schon einmal vielen Dank fürs Zuschauen dieser ja etwas chaotischen Folge. Aber mei, sowas muss auch geben. Kann nicht immer alles glatt laufen.
Ich habe das schon sehr oft gesagt, Core geschehen das Gameplay und so heißt, ihr seht es halt auch, wenn ich hier wieder Mega-Fails baue. Gut, ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen. Wir sehen uns alle bei der nächsten Folge zu Gold Rush The Game. Haut's rein, ciao, servus.